16 Tonnen Kokain, europaweiter Rekord. So viel wurden im Hamburger Hafen vom Zoll beschlagnahmt. Ein Schiff hatte Fracht aus Paraguay geladen. Sie wurde zuvor von europäischen Zollbehörden als verdächtig eingestuft. Wir hatten zum einen einen Hinweis aus Holland und weitere verdichtete Risikoanalyse, die dazu geführt haben, dass wir 5 Container im Hamburger Hafen überprüft haben. Die Container waren beladen mit 20 Kilo Kanistern mit Spachtelmasse. Und ab der zweiten Reihe haben wir gesehen, dass in diesen Kanistern wohl irgendwas drin ist. Wir haben die Kanister geöffnet und im ersten Kanister bereits 9 Kilo Kokain festgestellt. Die Hochrechnung hat dann relativ schnell ergeben, über 1700 Kanister mit Inhalt, heißt über 16.000 Kilo Kokain. Im Hafen von Antwerpen wurden dazu noch weitere 7,2 Tonnen Kokain entdeckt. In den Niederlanden wurde ein 28-jähriger Mann verhaftet. Er steht unter dringendem Tatverdacht, der Drahtzieher für den Kokaintransport zu sein. Bei Verkauf der gesamten Menge würden mehrere Milliarden Euro zusammenkommen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.